Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Für dieses wunderschöne Motiv brauchen wir einen Fadenring. Wir gehen zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, von außen um den Daumen herum, zweimal um den Daumen und halten den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Danach gehen wir mit der Nadel von oben durch die Schlaufe am Daumen und holen uns den Spannfaden aus der Mitte und machen 3 Luftmaschen insgesamt, um das Ganze abzuschließen. Wer den Fadenring üben möchte, dafür gibt es nochmal separate Videos. Wir häkeln weiter um beide Fäden und häkeln 2 zusätzliche Stäbchen. Ach genau, alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox. Nachdem wir dann 3 Stäbchen insgesamt haben, machen wir 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um beide Fäden herum. Drei Luftmaschen, 3 Stäbchen um beide Fäden herum. Drei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um beide Fäden herum. Drei Luftmaschen und nun können wir am kleinen Faden ziehen und den Ring zuziehen. Und mit einer Kettmasche in der zweiten Masche von unten gezählt die Runde schließen. Das war Runde 1. Kommen wir zur Runde 2. Dafür wechsle ich die Farbe, ziehe die neue durch die alte Farbe zu, nehme mir alle 3 Fäden und häkel damit die erste Luftmasche ab. Somit ist das Ganze fixiert und ich brauche am Ende nicht mehr allzu viel vernähen. Dann nehme ich mir meine neue Farbe einzeln und häkel nochmal 2 zusätzliche Luftmaschen. Und nun müssen wir ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle häkeln, dort wo die Maschen hinauskommen. Nochmal ein Stäbchen, sodass wir quasi eine Zunahme in dieser einen Masche haben. In das zweite Stäbchen auch 2 Stäbchen hineinhäkeln. Und in das dritte auch 2 Stäbchen hineinhäkeln. So dass wir aus 3 Stäbchen 6 Stäbchen gemacht haben. Danach 3 Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe und dort das gleiche. In jedem Stäbchen 2 Stäbchen hineinhäkeln. Am Ende der Runde die 3 Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Kommen wir zur Runde 3. Ich ziehe wieder die neue Farbe durch die alte, ziehe die alte Farbe zu und häkel alle 3 Fäden mit der ersten Luftmasche gemeinsam ab. So fixieren wir das. Dann nehme ich mir meine neue Farbe einzeln und häkel nochmal 2 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen. Als nächstes wieder in die gleiche Einstichstelle, wo die Maschen rauskommen, nochmal ein zusätzliches Stäbchen häkeln. Und dieses mache ich dann mit um die Fäden herum. So kann ich mir das Vernähen dann komplett sparen und gleich einfach alles abschneiden. Und wir haben direkt zu Anfang eine Zunahme. In das nächste und übernächste Stäbchen ein einzelnes Stäbchen häkeln.
also eine Zunahme und zwei einzelne Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen danach. Und jetzt kann ich mir hier die Fäden einfach abschneiden und brauche nachher nicht mühsam vernähen. Drei Luftmaschen. Nach den drei Luftmaschen in das nächste Stäbchen ein Stäbchen, in das zweite Stäbchen ein Stäbchen und in das letzte wieder zwei Stäbchen, also eine Zunahme. So haben wir jetzt am Anfang eine Zunahme, dann zwei einzelne Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei einzelne Stäbchen und wieder eine Zunahme. Mit drei Luftmaschen rüber zur nächsten Gruppe. Wieder ins erste Stäbchen eine Zunahme, zwei Stäbchen. In die nächsten zwei Stäbchen jeweils ein Stäbchen hineinhäkeln. Drei Luftmaschen. In das erste Stäbchen ein Stäbchen, in das zweite Stäbchen ein Stäbchen und in das letzte wieder zwei Stäbchen, sodass wir in dieser Gruppe auch wieder eine Zunahme, zwei einzelne Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei einzelne Stäbchen und eine Zunahme haben. Rüber zur nächsten Gruppe mit drei Luftmaschen und das Ganze bis zum Ende wiederholen. Am Ende der Reihe die drei Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche die Runde schließen. Das war Runde 3. Runde 4. Wir beginnen wieder mit drei Luftmaschen. Und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen von Anfang bis zum Ende. Keine Zunahmen mehr. Dann um die Kette herum nochmal ein zusätzliches Stäbchen, sodass wir vier Stäbchen in jeweils den Stäbchen der Vorreihe haben und ein zusätzliches um die Kette herum. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen um die Kette herum und nun wieder alle Stäbchen mit einem Stäbchen behäkeln. Eine ganz leichte Runde. Dann kann ich hier wieder meine Fäden abschneiden. Zack. Dann drei Luftmaschen rüber zur nächsten Gruppe. Und dort wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Ein Stäbchen um die Kette herum. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen um die Kette herum. Und wieder alle restlichen Stäbchen mit einem Stäbchen behäkeln. Und so einmal rum. Am Ende der Runde die drei Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Das war Runde 4. Runde 5. Nachdem ich wieder die Farbe gewechselt habe, häkle ich zwei zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen und behäkle ab hier wieder jedes Stäbchen mit einem Stäbchen. Steigeluftmaschen über die Steigeluftmaschen und ansonsten über jedes Stäbchen ein Stäbchen.
um die Luftmaschenkette herum nun zwei Stäbchen. So sollte es dann aussehen. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen um die Kette herum. Und danach wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen. So sieht es dann aus. Also alle Stäbchen auffüllen, zwei Stäbchen um die Kette, drei Luftmaschen, zwei um die Kette und den Rest wieder auffüllen. Um zur nächsten Gruppe rüber zu gelangen, wieder drei Luftmaschen. Und auch hier erst einmal über jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Dann wieder zwei Stäbchen um die Kette herum. Drei Luftmaschen. Und zwei Stäbchen um die Kette herum. Und den Rest wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen die Gruppe auffüllen. Und so dann einmal herum. Am Ende der Runde drei Luftmaschen nicht vergessen und dann wieder in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche das Ganze schließen. Und so sollte es dann aussehen. Kommen wir zur Runde 6. Dafür müssen wir mit zwei Luftmaschen beginnen, gehen ins zweite Stäbchen dann hinein, häkeln dieses nur zur Hälfte ab und dann beide gemeinsam. Also mit zwei Luftmaschen beginnen, dann einen Umschlag ins nächste Stäbchen, dieses nur zur Hälfte abhäkeln und dann beide Schlaufen gemeinsam, sodass wir direkt zu Anfang eine Abnahme haben. Danach wird jedes Stäbchen mit einem Stäbchen behäkelt bis zur Kette. Und um die Kette herum dann zwei Stäbchen. Also eine Abnahme direkt am Anfang, den Rest mit Stäbchen auffüllen und zwei zusätzliche Stäbchen um die Luftmaschenkette herum. Drei Luftmaschen, nochmal zwei Stäbchen um die Luftmaschenkette herum, alle Stäbchen mit einem Stäbchen behäkeln, außer die letzten beiden, diese werden gemeinsam abgemascht. Und die 6 und die 7 sind dann die letzten beiden, die machen wir gemeinsam. Also erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, zweites Stäbchen einstechen zur Hälfte abhäkeln, drei Schlaufen auf der Nadel und diese gemeinsam abmaschen. Nun benötigen wir den Ausgleich, das heißt wir machen 5 Luftmaschen, da uns ja jetzt dann links und rechts eine Masche fehlt. So, hier seht ihr nochmal, wie ich angefangen habe. Anfang und Ende dann die Abnahme und in der Mitte machen wir dann wieder zwei Zunahmen. So, hier auch wieder Anfang und Ende die Abnahme. Erste und zweite Stäbchen gemeinsam abmaschen. Die nächsten 5 Stäbchen bis zur Kette hoch mit einem Stäbchen behäkeln.
Um die Kette zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Die nächsten fünf Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und die letzten beiden 6 und 7 gemeinsam abmaschen. Danach wieder 5 Luftmaschen und rüber zur nächsten Gruppe. Und so dann einmal herum. Und am Ende der Runde 5 Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche die Runde schließen. Nach meinem Farbwechsel beginne ich wieder mit zwei Luftmaschen und direkt einer Abnahme. Ein Umschlag, nächstes Stäbchen, halb abhäkeln und danach die zwei Schlaufen gemeinsam. Alle restlichen Stäbchen ab hier mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und nun drei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte der Kette, die mittlere Masche. Drei Luftmaschen. Alle Stäbchen bis auf die letzten beiden mit einem Stäbchen behäkeln und die letzten beiden Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. Also hier das vorletzte und das letzte. So sollte es dann aussehen. Anfang und Ende eine Abnahme und oben diesmal drei Luftmaschen, ein Stäbchen, drei Luftmaschen. Um zur nächsten Gruppe rüberzukommen, müssen wir auch hier wieder splitten. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen und eine Abnahme direkt am Anfang. Erstes Stäbchen halb abhäkeln, zweites Stäbchen halb abhäkeln, alle Schlaufen gemeinsam abmaschen, die restlichen Stäbchen bis zur Kette mit jeweils einem Stäbchen häkeln. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen und wieder alle Stäbchen bis auf die letzten beiden mit einem Stäbchen behäkeln und die letzten beiden wieder gemeinsam abmaschen. Vorletzte und letzte
Muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verwechselt durch die Abnahme der Vorreihe. Und so sollte es dann aussehen. Und nun einmal rum. Als nächstes wieder drei Luftmaschen, in die mittlere Masche ein Stäbchen, drei Luftmaschen und dann weiter wie gehabt. Und am Ende der Runde drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen und danach in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Kommen wir zur Runde 8. Ich mache nach dem Farbwechsel eine Luftmasche und eine Abnahme direkt mit dem ersten Stäbchen. Also die Steigeluftmaschen und das erste Stäbchen gemeinsam abmaschen. Danach in die nächsten drei Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Die letzten beiden Stäbchen auch wieder gemeinsam abmaschen. Also am Anfang eine Abnahme, am Ende eine Abnahme und in der Mitte drei normale Stäbchen. Drei Luftmaschen und fünf Stäbchen in das Stäbchen der Ecke. Quasi einen Fächer aus fünf Stäbchen. Drei Luftmaschen und wieder eine Abnahme am Anfang, eine Abnahme am Ende und in der Mitte drei normale Stäbchen. Und so sollte das dann aussehen. An der Seite machen wir jetzt drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der ersten Kette, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der zweiten Kette, drei Luftmaschen. Und dann bearbeiten wir das nächste Blatt. Am Anfang und am Ende wieder eine Abnahme. In der Mitte drei Stäbchen. In die Spitze kommt wieder ein Fächer. Und die Ketten bestehen immer nur aus drei Luftmaschen. Und so nun einmal herum. Und am Ende nach den Luftmaschenbögen nochmal drei Luftmaschen und dann mit einer Kettmasche in der zweiten Masche von unten schließen. Und so sollte es dann aussehen. Kommen wir zur Runde 9. Nachdem ich die Farbe gewechselt habe, mache ich eine Luftmasche mehr und hole mir noch das zweite Stäbchen und häkel dieses gemeinsam ab. Also direkt am Anfang wieder eine Abnahme. Dann ein einzelnes Stäbchen in das mittlere Stäbchen und die letzten beiden wieder gemeinsam abmaschen, sodass wir aus fünf Stäbchen nur noch drei haben. Also eine Abnahme, ein Stäbchen und eine Abnahme. Drei Luftmaschen und dann kommen wir zum Fächer. In den ersten Stäbchen ein Stäbchen. Ins zweite Stäbchen ein Stäbchen, in das mittlere ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen, in das vorletzte ein Stäbchen und in das letzte ein Stäbchen.
drei Luftmaschen. So sollte es dann aussehen. Und nun wieder am Anfang eine Abnahme. Die ersten beiden gemeinsam abmaschen. Ein einzelnes Stäbchen in die Mitte und die letzten beiden gemeinsam abmaschen, sodass wir auch hier aus 5 wieder 3 gemacht haben. Drei Luftmaschen, in die erste Kette, in die Mitte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, in die zweite Kette, in die Mitte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, in die dritte Kette, in die Mitte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und danach wieder eine Abnahme am Anfang, ein Stäbchen in die Mitte und eine Abnahme am Ende. Drei Luftmaschen und den Fächer wieder ausarbeiten. Eine ganz leicht zu merkende Runde. Und so dann bis zum Ende. Nachdem wir dann an der Seite am runden Ende alle Bögen verteilt haben, zum Schluss die drei Luftmaschen nicht vergessen und dann wieder mit einer Kettmasche in der zweiten Masche von unten schließen. Kommen wir zur 10. und zur letzten Reihe dazu. Häkeln wir jetzt alle übrigen Stäbchen gemeinsam ab. Das heißt am Anfang die Steigeluftmaschen und die letzten beiden Stäbchen alle gemeinsam abmaschen. Also eine doppelte Abnahme. Dann drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen und nun auch hier die kleinen Blättchen beenden, indem wir diese drei Stäbchen und diese drei Stäbchen gemeinsam abmaschen. Also einstechen, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln und alle Schlaufen gemeinsam. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen und auch die letzten drei Stäbchen gemeinsam abmaschen. Erstes Stäbchen halb abhäkeln, zweites Stäbchen halb abhäkeln und das dritte. Alle Schlaufen gemeinsam. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, drei Luftmaschen. Und auch hier wieder die letzten drei Stäbchen des großen Blattes gemeinsam abmaschen. Dann an der Seite drei Luftmaschen und immer in jede Kette ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, nächste Kette, ein Stäbchen in die Mitte. Drei Luftmaschen, nächste Kette, ein Stäbchen in die Mitte. Drei Luftmaschen, nächste Kette. Und zum Schluss wieder drei Luftmaschen und das große Blatt ausarbeiten. Dann sollte es so aussehen. Hier jetzt wieder die drei des großen Blattes zusammen. Drei Luftmaschen, in die Mitte der Kette ein Stäbchen, drei Luftmaschen und die kleinen Blätter beenden.
Also die letzte Runde ist auch kein Hexenwerk, wie ihr seht. Ihr schließt eigentlich nur die Blätter ab, indem ihr immer eine doppelte Abnahme macht. Und ansonsten heißt es immer nur drei Luftmaschen und ein Stäbchen zur Überbrückung bis zum nächsten Blatt. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende die ganzen Bögen der Seite ausarbeiten mit immer drei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte der Kette. Und das Ende dann wieder drei Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten schließen. Und fertig ist unser Exemplar. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Abonnieren ist kostenlos. Über ein Abo von euch würde ich mich sehr, sehr freuen. Glöckchen drücken und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.